den Stellplatz am Campingplatz Busthalsee. Vorstellen. Vorstellen. Das ist ein Parkplatz. Ja, eigentlich ist es einfach nur ein Parkplatz. Mit 10 Stellplätzen. Ja, der Parkplatz befindet sich seitlich am Campingplatz und in der hinteren Reihe sind 10 Wohnmobilstellplätze. Ja, mit Stromanschluss, 1,5 Kilowattstunden, 1 Euro. Ja. Ist schon happig. Ist schon happig. Der Stellplatz als solches kostet nochmal 12 Euro für 24 Stunden. Am Automaten zu lösen. Genau, und Entsorgung kostet auch nochmal 50 Cent. Ja, also nicht das Grauwasser, sondern die Toilette entsorgen kostet 50 Cent an einem hochmodernen einer hochmodernen Sanitärstation mit Rollladen, der öffnet sich erst, wenn du die 50 Cent eingeschmissen hast und ja, dann läuft das Wasser irgendwie, also für mich Verschwendung an Wasserverschwendung und naja gut, ist halt hier so, aber das ist ganz schön happig, ja. So, und jetzt muss man da einfach Münze einwerfen. Münze einwerfen. Ja. Auf Abwasser drücken, okay drücken und jetzt geht hinten der Rollladen auf. Oh, eine Schrelle. Oh. Oh, und das Wasser läuft die ganze Zeit. Ja, das ist irgendwie Verschwendung. Obwohl es eine saubere Sache ist, finde ich trotzdem irgendwie Verschwendung, ja. Alternativ auch die Sanitäreinrichtungen von dem Campingplatz mit benutzen. Wir sind mal reingelaufen, um zu gucken. Wir haben die Waschhäuser noch nicht gesehen. Also es machte jetzt den Eindruck, als hätte man da noch ein bisschen Strecke hinter sich zu bringen, bis man an den Sanitärgebäuden angekommen ist. Ja, ein Reisemobil hat in der Regel ja sowieso alles dabei. Von daher haben wir das alles bei uns gemacht und dann eben entsprechend entsorgt. Ja. Also für die Durchreise für eine Nacht geht das gerade mal so. Ist in Ordnung. 12 Euro, blank, ohne was, das ist ganz schön happig. Für so einen Parkplatz, ja. Mehr ist es nicht. Es ist einfach eine gepflasterte Fläche, Parkplatz, wie es ist. Es ist auch nicht besonders hübsch hergerichtet und man muss dazu sagen, es ist auch nicht leise. Also auf der anderen Seite vom Parkplatz ist natürlich die Zufahrtsstraße zum Campingplatz. Da ist viel los. Jetzt waren wir eine Nacht hier von Freitag auf Samstag. Entsprechend gut war der Campingplatz besucht. Es war Halligalli. Die Leute sind dann hier auch noch auf den Parkplatz gekommen, haben ihr Zeug geholt, falls sie nur mit dem Zelt auf den Campingplatz wollten und haben die Autos dann stehen lassen. Dann war offensichtlich auch noch irgendeine Feier auf dem Campingplatz und die Leute sind heute Nacht 2, 3, 4 Uhr alle weggefahren. Also ruhig ist anders, schön ist anders und günstig ist ganz anders. Ist noch anders. Also von uns gibt es heute nicht so viele Punkte, aber wie gesagt, für eine Nacht geht es. Ja. Hatten wir ja jetzt auch nur einmal auf der Durchreise. Genau. So. So, also ich würde sagen 5 Punkte. Och, das ist aber viel. 4. Ich hätte nur 4 gegeben. Also einigen wir uns auf 4. 4 Leni und Toni Sterne für den Stellplatz Busthalsee. Ach so, was vielleicht noch zu sagen ist, der Busthalsee, da kann man mit dem Fahrrad drumherum fahren oder man kann spazieren gehen. Man kann am Campingplatz auch essen, da gibt es auch einen Bäcker, um Brötchen und Zeitung zu holen morgens. Und dann war es das aber auch schon. Ja. Ja. Wir hatten einen ganz netten Nachmittag hier und fertig. Fertig. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr auch mal hier seid, hoffen wir, ihr habt eine ruhigere Nacht, als wir sie hatten. Ja. Bis tschüss. Dann. Tschüss.